In den letzten Videos ist viel passiert. Wir haben Hero Di Natale gezogen. Di Natale! Wir haben Rudi Völler Hero gezogen. Ich hab grad Hero gezogen. Aber wir mussten auch schon viele Coins verbrennen. Wir mussten zum Beispiel Mané discarden. Der Starspieler Sadio Mané. 202.000 Münzen. Und nicht nur das. Eine Icon und eine andere krasse Karte mussten wir auch schon discarden. Deine beiden Außen ZOMs. Die erste Weekend League steht an und ich dachte mir, es ist Zeit, ein Zeichen zu setzen. Denn ich habe Packs geöffnet, noch mehr Packs geöffnet, Packs geöffnet und noch mehr Packs geöffnet, um das, was hier heute passiert, zu ermöglichen. Ich will, dass meine Gegner, wenn die mich in der Weekend League finden, Angst bekommen. Und wie bekommen die Angst? Mit einer einzigen Aktion. Wenn wir uns R9 holen. So viele Likes, wie das Video bekommt, so viele Tore schießt R9 bei mir in der Weekend League. In der ersten Weekend League. Mal schauen, wie viele Likes wir bekommen. Vielleicht schaffen wir sogar 8 Likes. Pusht euch auf jeden Fall, lasst gerne auch ein kostenloses Abo da und wir fangen direkt an. Ich gehe rein, ich will höchst bieten dafür, R9. 8,502 Millionen Glocken. Es ist Zeit, Geschichte zu schreiben. Wir haben den 30.09.2022. Das Spiel kommt heute erst offiziell raus und Wakesflakes kauft sich am Release-Tag den Postboten. Diesen Spieler hier heute als Höchstbietender mitzunehmen, das ist der Traum von mir. Ich habe mich nicht umsonst hier seit dem 24. in mein Zimmer eingesperrt. Ohne frische Luft. Es hat einen Grund. Und dieser Grund ist er. 1 Minute und 10 Minuten, bis er sich in unserem Besitz befindet. Und jetzt ist es noch unter einer Minute. Wir setzen ein Zeichen. 8,803. Bob, ich bin drin. Ey! Jemand anderes hat ein größeres Zeichen gesetzt. 9,134. Über 100k hochgegangen bin ich. 9,7. Wir sind schon bei 9,7. Ich halte mich hier raus und der geht hoch und hoch und hoch und hoch. Was ist, wenn ich noch gleich mitmache? Dann geht der noch höher und höher und höher und höher. Ich mache 10,1. Ich push den kurz hoch. 10,110. Bumm. 10,110. Ich dachte, er geht durch. Lass ihn mir einfach. Lass ihn durchlaufen. 10.226.000 Münzen für R9. Und der geht durch. 30.09.2022. Wakesflakes. R9 gekauft. Für 10.226.000 Münzen. Der Postbote ist in unserem Besitz. Und wisst ihr, was das Geilste an der ganzen Sache ist? Er ist noch unbenutzt. Er ist frisch. Und jetzt ist es soweit, Freunde. Er ist da. Und das bedeutet, er kommt als Kapitän in unser Team. Guckt ihn euch an, wie schön er aussieht. Seine Zahnlücke, sein Gesicht, seine Augenbrauen. Alles an ihm ist schön. Und wisst ihr, was auch schön ist? Dass meine Gegner in der Weekend League Angst bekommen werden. Oh mein Gott, ich hatte noch nie so früh in einem FIFA R9. Ich hatte noch nie so früh R9. Und um R9 muss jetzt ein Team gebaut werden, das dementsprechend aussieht, das zu ihm passt. Und da fallen mir ein paar Spieler ein, die zu ihm passen und die es wert sind, hier ins Team zu kommen. Zum einen unser Hero, Rudi Völler. Er ist unglaublich gut. Ich habe ihn jetzt 16 Spiele gespielt. Er hat 10 Tore geschossen und 5 Torvorlagen gemacht. Er spielt sich nicht so, wie es da steht. 89 Tempo ist die größte Lüge der Welt. Das ist die größte Lüge der Welt. Ich sag euch, wie es ist. Der Typ rennt wie ein Verrückter. Es fühlt sich an, ob der 96 Tempo hat und nicht 89 Tempo hat. Ich weiß nicht, ob es am Hunter Chemistry Style liegt, ob Hunter dieses Jahr komplett heftig ist oder ob es einfach an dieser Karte liegt, weil der Typ ist verrückt. Wir werden es am Ende sehen, wie verrückt der Typ ist. Ich werde mit dem spielen und ich werde euch zeigen, wie der schießt, wie der rennt und sonstiges. Also Rudi Völler in Kombi mit R9 geisteskrank. Aber ich glaube, ich habe auch schon richtig gute Taktiken und Anweisungen für dieses FIFA gefunden. Die kann ich euch am Ende auch noch zeigen. Könnt ihr dann auch ausprobieren. Viele fragen mich nämlich immer, Wakes, was benutzt du für Taktiken? Ich kann euch meine ersten Taktiken zeigen. So, wer ist als nächstes im Sturm am Start? Als nächstes im Sturm am Start haben wir Kylian Mbappé. Vermutlich die beste Goldkarte im Spiel. Nicht vermutlich, es ist die beste Goldkarte im Spiel. Guckt euch mal diese Stats an. Guckt euch mal das Rating an. Guckt euch mal 5 Sterne schwacher Fuß an und 5 Sterne Skills. Super, 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 super. Aber ich habe gerade überlegt und es ist soweit. Wir holen uns einen Neuzugang. Und wisst ihr, wen wir uns holen? Denn es muss knallen hier im Team. Es muss richtig knallen hier im Team. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir jetzt Folgendes. Ich lehne mich zurück. Ich gehe auf den Transfermarkt. Ihr seht oben, ich habe 1.000.000 Glocken. 1.000.000 Glocken, ja. 1.000.000 Mücken habe ich da oben stehen. Und es ist Zeit für die nächste Hero-Karte. Und zwar für Marquisio. Denn die Hero-Karten sind dieses Jahr unglaublich gut. Ich weiß nicht, was da mit denen ist, aber
diese Stats sehen immer schon krass aus, aber wie die Spieler spielen, ist noch viel krasser. Ich verstehe es nicht. Und Marquisio ist ein Spieler, den nimmt man mit Liebe ins Team. Was kostet der? Über 800k? Hilfe, wie krass ist der gestiegen? Ich glaube, die Leute haben gecheckt, dass er heftig ist, ne? Hier läuft ein Marquisio in 2 Minuten ab und das lasse ich mir nicht nehmen. 765.000 Münzen höchstbietender. Und der wird jetzt durchlaufen. Guck zu, wie er durchlaufen wird, weil keiner traut sich gegen Wakes Flakes. Gegen Onkel Wakes zu bieten. Das werdet ihr jetzt sehen. In der Zwischenzeit, wo wir Höchstbietender sind, gucken wir mal, was R9 jetzt wert ist. Ich habe ihn ja für 10,2 irgendwas gekauft und er ist jetzt wert. Ich habe Gewinn gemacht. Also zumindest kein Verlust. Und das ist die Hauptsache. Der billigste ist gerade bei 11, was? 11,6? Bro, dann habe ich ja schon jetzt eine Mio Gewinn gemacht. Geil. Onkel Wakes wurde doch überboten. Wie kann es sein, dass der mich überbietet? Weißt du, gegen wen er hier bietet? Er wird mich nicht überbieten können. Zumindest am Ende nicht. Ich hoffe, es war keine falsche Ansage, weil nicht, dass ich höher gehen muss, als einer hier auf dem Markt ist. 850 war der billigste, oder? Nee, 840 sogar. 840 auf die Kandidatenliste. Zur Not kaufen wir den. Und wisst ihr was? Wakes macht direkt eine Ansage. Er geht direkt hoch auf 820.000. So, kann er jetzt bitte durchlaufen? Bitte, bitte. Bitte, bitte! Lass ihn mir doch einfach. Hier ist doch einer für 840. Das soll ein Schnapper werden. So, jetzt, bitte. Ernsthaft? Das Geile ist, der ist frisch, ne? Und der hier ist nicht frisch, aber der hat schon Shadow. Aber ich will einen frischen haben. Ich habe auch einen frischen R9. Bei mir kommen nur frische Spieler rein. Ich will Spieler, die noch nicht angefasst wurden, die nicht benutzt sind. Wo ich der Erste bin, der die in die Hände bekommt und mit denen das erste Mal Spaß hat. Also in FIFA meine ich jetzt, ne? Ihr wisst, was ich meine. 830. 835. Damit hat der Gegner nicht gerechnet, dass ich direkt auf 835 hochgehe. 4, 3, 2, 1. Neuzugang Marquisio ist im Team. Jawohl, Junge! 835 ist sogar ein richtig guter Preis. Also, hier war einer für 840 mit Shadow, aber... Ach so, der andere hat den jetzt gekauft. Clever. Er dachte, die 5k spart er. Dafür hat er dann... Ja, okay, okay. Er und ich, so. Wir sind beide fündig geworden. Willkommen in unserem Team, Marquisio. La Spaghetti-Typ hier am Start. Boah, ich gehe mal so mit dem Pasta essen nach der Weekend League. Oder ich sperre ihn irgendwo ein, weil er verkackt hat und er kriegt gar nichts mehr zu essen. Mal gucken, je nachdem, wie er sich spielt. Wer mein altes Team noch kennt, der weiß, dass hier Kanté vorher drin stand. Ist aber Zeit zu gehen, Kanté. Dich kann ich jetzt nämlich verkaufen. Denn ein Marquisio macht das Ganze nochmal ein Stückchen besser als ein N'Golo Kanté. Und das Erste, was wir machen, ist dem Chemistry-Style geben, weil das geht nicht, dass der Basic chillt. Ich habe noch 140 mal Shadow. Boah, das ist ja eine Goldgrube. Damit werde ich ja noch so fette Batzen machen. Boah, wisst ihr, wie die steigen werden zur ersten WL? Behaltet die und verkauft die vor der ersten WL. Am besten so Donnerstag. Wir haben eine Goldkarte und 3 Special-Karten im Team. Wie heftig ist das denn? Nee, den haben wir nicht. Also hier gibt es nichts zu sühen. Und weil es so schön ist, machen wir weiter mit dem nächsten Mittelfeldspieler. Und da spielt... Ja, Touré. Ich realisiere gerade, dass ich schon ein Endteam habe. Ich habe jetzt schon ein Endteam. Bro, was passiert hier? Wie viel Geld habe ich überhaupt ausgegeben? Ich kann es euch sagen, wie viel Geld ich ausgegeben habe. Ich habe, wenn ich diese 106.000 FIFA-Points ausgeben würde, 6.000 Euro im Spiel. Macht mir bitte nicht nach. Also jetzt habe ich gerade 5.200 Euro im Spiel. Aber man muss sagen, ich hatte doch krasses Packluck. Rudi Völler habt ihr gesehen. Di Natale habt ihr gesehen. Parma Vinicius habt ihr gesehen. Und ich habe irgendwie gefühlt in jedem fünften Pack einen Spieler drin gehabt, der 20-30k wert war. Also dieses Jahr war das Glück auf Jayan und Verlamo auf meiner Seite. Ja, doch, doch, doch. Aber das ist nicht immer so. Bei euch könnte es auch komplett anders laufen. Ihr könnt auch 5.000 Euro ausgeben und gar nichts ziehen. Das war bei vielen auch so. Ja, und jetzt komme ich zu der ersten Frage, die ich mir stelle. Und zwar, wie löse ich das Ganze? Da müsst ihr mir helfen, Freunde. Denn ich brauche noch einen vierten Angreifer. Und da habe ich mir gedacht, will ich Neymar spielen. Vor allem, weil ich ein bisschen Chemie für Mbappé brauche. Aber wenn Neymar hier auf falschen Position steht, dann kriegt er keine Chemie zu Mbappé. Und dann ist Mbappé auf 0 Chemie und das ist gerade scheiße. Also, wie kriege ich das gedribbelt, dass am Ende mein Team auf die bestmögliche Chemie kommt? Weil ich dachte eigentlich, dass man Neymar ZOM umformen kann, aber kann man gar nicht. Man kann ihn nur auf LF und LM zocken. Warum auch immer. Das wurde doch schon geleakt vorher, dass der auf ZOM zocken kann. Auf einmal FIFA 23 kommt raus, der kann nicht auf ZOM zocken. Bei der Verteidigung geht es direkt weiter. Da habe ich einen Spieler eigentlich für Neymar. Und zwar ist es Cafu. Habe ich mich auch nicht lumpen lassen. Ich glaube, ich habe sogar einen Trade mit dem gemacht. Enttäuscht mich jetzt nicht. Der war hoch auf 500k, dann ist er wieder auf 400k gesunken. Wir schauen mal, wo er jetzt liegt. Ich habe ihn für 350k, by the way, geholt. Und,
Jetzt wisst ihr, woher die Coins kommen. Ich bin doch RTG-Spieler, ich bin doch der Trader. Onkel Trading Wakes. Auf der linken Seite spielen wir auf locker Ferland Mondi. Innenverteidiger Nummer 1 ist Van Dijk. Der ist super, Freunde. Der ist super. Vertraut mir, der ist komplett super. Dann spielen wir Rüdiger. Mit dem habe ich auch so krass Gewinn gemacht, ne? Ist zwar jetzt ein Erstbesitzer, ich habe den auch irgendwie 10 auf der Transferliste. Hier sieht man es, da sind noch ein paar Rüdigers. Hier sind noch ein paar Rüdigers. Hier sind noch ein paar Van Dijks. Da sind noch ein paar Rüdigers. Und ich habe die alle gekauft für 67k. Und der klettert, Freunde. Der benutzt gerade die Leiter sowas von. Der benutzt die Leiter sowas von. Der ist jetzt fast auf 150 hoch. Hilfe. Mehr als ein Verdoppler schon. Das ist brutal. Und warum? Weil einfach ist. Einfach mal traden. Und im Kasten haben wir Alisson für die Chemie. Als Manager benutzen wir Patrick Vieira. Und das ist jetzt halt die Frage. Ich komme mit dem Team gerade nur auf 26 von 33 Chemiepunkte. Juckt im Endeffekt auch nicht, weil die Spiele auch so gut spielen. Aber man will ja trotzdem auf die bestmögliche Chemie kommen. Vielleicht geht das ja mit einer anderen Formation oder so. Meine Zuschauer, die sind immer richtige Brains. Deswegen schreibt mir eure Tipps in die Kommentare. Das geht bestimmt irgendwie, dass ich auf 30, 31, wenn nicht sogar 22, 32 komme oder so. Und das ist bisher meine Bank. Also die Bank sieht auch nicht schlecht aus. Meine Taktiken könnt ihr einen Screenshot von machen. 4-Triple-2-Formation. Das sind die Taktiken. Anweisungen ganz schnell. Flankenfänger. Beide Außenverteidiger hinten bleiben und übergreifen. ZTMs Passwege zustellen, hinten bleiben, hinter abdecken. ZOMs für Flanken in den Strafraum. Und Stürmer Defensive verstärken. Mehr nicht. Wir sind in Division 6. Und auf einem super Weg aufzusteigen in Division 5. Wir gucken mal, was dieses Team drauf hat. Und das ist das Team von meinem Gegner. Oh. Auch nicht schlecht. Aber der muss sich doch denken, ich habe mein ganzes Leben in mein Team gesteckt. Der denkt sich doch gerade, was geht da ab, wenn er gerade mein Team sieht. Ja, und der drückt doch erstmal Start. Der muss mich erstmal googeln. Ich glaube, der muss mich erstmal googeln. Der fällt gerade komplett vom Hocker. Den hat es gerade komplett. Der muss sich erstmal anschnallen jetzt, damit er da sitzen bleiben kann. Abgehoben. Nein! Oh, gut, Torwart gemoved. Wichtig. Yo, was macht der? Der will den reindrehen, der Frechdachs. So. Und das ist natürlich böse. Und das ist natürlich böse. Wenn man so... Ey! Hey! Ich hab das so ein böses Team, Mann. Komm, wer da alles angerannt kommt im Angriff. Guck mal hier. Und das meine ich mit dem Pace. Rudi Völler, der rennt den einfach weg. Zack. Der macht einen Rabona, so ein Frechdachs. Ja. 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 Oh nein, Marquisio. Ja, Marquisio. Ja, Marquisio. Ja, Marquisio. Ja. Und jetzt nach vorne. Und jetzt R9. Nein. Schieß doch einfach, Mbappé. Mbappé. R9. Guck, wie schnell der ist. Ja. Oh, Bing Bong. Wenn schon ein Tor, dann schon so ein Tor. Brazzi, Rabona. Der Gegner hat lange geschwitzt, hat es lange durchgehalten. Aber, ja, oh, mit dem Außenriss. Wir sind schon in der Endphase des Spiels. Ein zweites will ich eigentlich noch schießen, eigentlich noch ein Powershot oder so. Kommt jetzt. Wir probieren es nochmal. Ist die letzte Aktion des Spiels. Die Dinger sollen OP sein, habe ich gehört. Naja, wir kommen nicht durch. Dann müssen wir es so machen. Und nochmal. Und zack, noch ein Rabona-Tor kassieren. Das war's, Freunde. Der Schiri pfeift jetzt ab. Der pfeift jetzt ab. Hallo, Schiri pfeift ab. Und am Ende zählt das Ergebnis. 1-0 gewonnen. Nehmen wir mit. Da seht ihr ihn nochmal in voller Pracht. R9 hat den Sieg nach Hause geholt. Denkt an, Freunde, lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Ich habe mir R9 geholt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Peace.